Wir haben also diese extrem leidenschaftlichen Menschen. Methodistische Menschen sind wahnsinnig leidenschaftlich allen Themen gegenüber, mit denen sie sich auseinandersetzen. Das kann bis zum politischen Extremismus führen oder Extremismus, ja, was gibt es noch außer politischen, weiß ich nicht. Naja, Extremisten können es werden, wenn sie wollen, oder religiös natürlich, genau. Ja. Extremsport, vielen Dank, genau. Also alles, was ins Extreme geht, Methodinum. Sie haben das Verlangen, alles zu erleben. Irgendwie auf die Welt zu kommen, alles zu spüren, alles zu erfahren. Und das ist ganz besonders bei Kindern gerne zu sehen, wenn ihr so ein methodistisches Kind habt, die alles anfassen wollen, alles spüren wollen, alles schmecken wollen, alles ablecken wollen und so. Das da an Methodinum denken. Genau. Ja, ich habe so eine Tochter, die ist so ähnlich. Sie sind heftig in ihrer Art, in ihrem Ausdruck. Wutausbrüche gehören dazu, aber auch leidenschaftliches Weinen, Loslassen in dieser, also diese Leidenschaftlichkeit, die sie ausleben können, haben sehr starke sexuelle Impulse, sind der, viele Gedanken drehen sich um Sexualität bei Methodinum, sind sehr beschäftigt mit diesem Thema. Und auch Inzest ist, da ist das Mittel Methodinum. Also wenn dieses Thema irgendwie auftaucht, in der Familie, dann an Methodinum denken. Da gehören natürlich auch noch, wenn es um Übergriffe geht, auch andere Mittel dazu, Nachtschattengewächse vielleicht oder auch die Schlangenmittel. Ne? Da immer auf das Gesamtbild gucken, aber wenn das Thema irgendwie auftaucht, dass es auch Inzest in der Familie gibt, an Methodinum denken. Es gibt doch auch den Satz von sehr extremen Menschen, werdet ihr nur heiß oder kalt, aber ihr seid nur lauwarm. Wer hat das gesagt? Kinski. Ja, extremer Mensch. Schön. Genau. Wir gehen noch ein bisschen weiter in das Orangene. Weil ich fand es ganz schön, mich damit zu beschäftigen. Wir haben, Andreas hat es gerade schon gesagt, die Sannyasis oder auch im Buddhismus ist es einfach eine wichtige Farbe, auch eine Farbe, die für die Erleuchtung steht. Und das Bild der Erleuchtung ist natürlich die absolute Sehnsucht nach der Einheit. Also wir sind in der dualistischen Welt gefangen und sind auf der Suche nach dem Non-Dualismus. Das ist genau die Erleuchtung, zu erinnern, dass wir eigentlich alles sind, was existiert, dass wir das göttliche Wesen sind, und in diesem Prozess verbrennt das Ego. Und viel mehr Einheit als die Erleuchtung gibt es nicht, soweit ich weiß. Also auch schönes Thema. Medurinum kann extrem in seiner Spiritualität sein und das Leben super lange meditieren und genau sich in diesen auf dem Weg der Einheit auch verlieren. Niederlande, wir haben es gerade gesagt, die Holländer haben das Orangene. Und dann habe ich mal ein bisschen geguckt, das Thema Ekstase. Holland ist gerade oder auch seit Jahren der größte Produzent von Ecstasy und MDMA. Wundervolle Droge für Medurinum. Die lieben es, in die Ekstase zu gehen. Was kann ekstatischer sein als Ecstasy? Ne? Der Name beschreibt es schon. Fand ich eine ganz schöne Verbindung. Das kommt eigentlich aus dem holländischen Adelsgeschlecht, aber auch diese Verbindung funktioniert ganz gut. Die Oranje und ihre Ekstase. Orange Sunshine, die Hippie-Bewegung, das LSD in den 60er Jahren, so wurde das Acid genannt. Einheitserfahrungen auf LSD, das war die Bewegung der Hippies, da weiterzugehen, in diese Liebe zu gehen, in die Einheit zu gehen, auf hohen LSD-Dosen. Oh, es gibt Studien zu Orange, das fand ich auch ganz interessant. Es führt nachweislich zur Ausschüttung von Dopamin, wenn man Orange an sich trägt oder viel mit der orangenen Farbe in Kontakt kommt. Aufgrund der Wellenlänge hat das wohl eine Auswirkung auf unser Gehirn. Und haben somit eben, werden fröhlich, haben so einen Belohnungseffekt und es ist stimmungsaufhellend. Genau. Gleichzeitig ist es natürlich auch eine Warnfarbe. Der Tiger als Raubtier, auch in dem Orangenen, ist es nicht unbedingt die Farbe, um im Dschungel versteckt zu sein, sondern er ist zwar leise, aber wenn du so ein orangenes Tier auf dich zulaufen siehst, wirst du vielleicht nicht in die Einheit mit dem Tier gehen.
Um beim Tier zu bleiben, wir haben also die Gewaltbereitschaft im Medurinum, das Thema Aggression, Orange als Signalfarbe, als Warnfarbe, das Symptom, ein wildes Gefühl im Kopf zu haben, also auch im Kopf hin und her gerissen zu sein, vielleicht auch nicht konzentriert zu sein, etwas sehr Wildes zu sein, das Hin- und Hergehen durch die Wohnung, nicht zu wissen, was man macht, passt auch sehr gut zum Medurinum. Genau, wir haben es schon gesagt, der Wunsch nach Einheit, nach der großen Erleuchtung, die große Einheit, also auch das Zwillingsmittel habe ich auch schon erwähnt. Medurinum hat das Gefühl, wie im Traum zu sein. Wenn wir in den Non-Dualismus gucken, je nach Prägung, je nach Philosophie, zum Beispiel im Kashmir-Shivaismus haben wir das auch, diese Idee von Maya, den Traum, ne? Alles, was existiert, ist Shiva, Shakti, beziehungsweise die Kombination das, und alles darunter ist das Maya, der Traum, und alle, die wir hier im Non-Dualismus gefangen sind, sind im Traum. Und wenn wir aus dem Traum rausgehen, kommen wir wieder zurück in die Einheit. Also klar, dass Medurinum sich wie im Traum fühlt auf dieser Suche nach der Einheit, weil alles, was in der Realität für ihn existiert, ist eigentlich der Traum. Also es ist ein sehr schön aus einem philosophischen Aspekt auch zu betrachten, und das schlummert einfach tief in ihm, auch wenn er vielleicht gar nicht oder sie gar nicht diese Verbindung zu der Philosophie dahinter hat. Das fand ich sehr, sehr schön. Auch das Gefühl, die Zeit vergeht sehr langsam, ist ein medurinisches Thema. Die sind eigentlich immer in Eile, immer irgendwie das Nächste erledigen, immer in so hektischen Gefühl, alles muss erledigt werden in kürzester Zeit, und die Zeit vergeht viel zu langsam. Ja, also ich habe euch sehr viele philosophische Texte mitgebracht, weil ich, wie gesagt, ich hatte dieses Gefühl, mich mit dem Mittel auseinanderzusetzen, hat mir gedacht, so, ey, ich habe überhaupt keinen Bezug dazu. Wirklich, ich dachte, ich weiß nicht, was ich euch erzählen soll. Und habe dann festgestellt, da musste ich sehr laut über mich lachen, dass ich jahrelang in meiner medurinischen Forschung verbracht habe, vor der Homöopathie, ohne das überhaupt zu wissen. Ich bin in meiner sulfurischen Phase immer mit Büchern in meinen Jacken und Hosentaschen und in der U-Bahn immer gelesen. Ich hatte bestimmt 1 oder 2 Jahre das Symposium von Plato dabei und habe darin gelesen, alle möglichen Texte über den Eros, über die Liebe zu erfahren. Wie kann ich wieder in diese Einheit, wie kann ich diese Einheit wiederfinden? Ja? Ich habe Bach dabei gehabt, Fragmente einer Sprache der Liebe, um zu verstehen, was ist die Liebe, wie kann ich da reingehen? Also, und ich musste sehr laut lachen, als ich jetzt dieses Mittel kennengelernt habe und festgestellt, ja, okay. Vielleicht ist da doch mehr dran, als ich anfangs einsehen wollte. Ja. Also ich habe euch ein bisschen Platon mitgebracht, und damit fangen wir an. Das ist eine sehr typische Geschichte, die für das Mittel gerne erzählt wird. Und ich möchte sie euch auch nicht vorenthalten. Die Rede des Aristophanes im Platons Symposium, ich glaube auf Deutsch das Gastmahl oder so heißt es. Genau, also die Geschichte ist eigentlich bei dem Symposium, ein Symposium ist so eine Art Zusammentreffen mit Essen, Trinken und Philosophieren über ein bestimmtes Thema. Von meinen italienischen Freunden und aus meiner Zeit in Italien weiß ich auch, ein Symposium endet meistens in einer Orgie, was ich auch sehr medurinisch finde. Also es geht um das Thema des Eros. Da treffen sich die ganzen Philosophen, von Platon beschrieben, und unterhalten sich über den Eros. Was ist überhaupt der Eros und was bringt er in die Welt? Und da redet Aristophanes eben über die Geschichte der Kugelmenschen. Und die Idee dabei hinter, es gab früher 3 Geschlechter, die Frauen, die Männer und die Androgynen, also Andros und Gynos, glaube ich, also Vermischung aus dem männlich und weiblichen, also etwas Zweigeschlechtliches. Und es waren kugelförmige Gestalten, wie ihr auf dem Bild hier sehen könnt, mit 2 Köpfen, 2 Hälsen, 4 Armen, 4 Beinen und 2 Geschlechtsteilen, aber jeweils eben nicht antizyklisch, aber gegensätzlich. Genau, danke. Hier seht ihr das ganz gut beschrieben. Ne? Diese Kugel, die Köpfe sind auf den beiden Seiten gegeneinander gewandt, die Geschlechtsteile nach außen und diese Hände und Füße, mit denen sie sich durch die Welt bewegen.
Und das sind eben sehr selbstbewusste und kräftige und mächtige Kreaturen. Und die sind dann so durch die Welt gekugelt, wie sie das gemacht haben, und haben die ganze dich ratschlagend. Ah Ratschlagen, ja. nicht ratschlagen vor. Ich hatte meine Patientin, der ich Vildorino gegeben, weil sie deutsche Meisterin im Rhönradfahren war. Ah. Das ist ja so ein riesiges Rad, in dem du drin stehst und es sieht aus wie ein Kugelmensch. Ah, sehr schön. Also ratschlagend haben sie sich fortbewegt. Ratschlagen durch die Welt. Okay, ausgezeichnet. Zeus war aber nicht sehr angetan von diesen Menschen, denn die waren auch so selbstsicher, und was er nicht mochte, dass sie so stark und kräftig waren und die anderen Götter nicht genug ehrten. Und das gefiel ihm gar nicht. Also er empfand sie als zu mächtig, diese Kugelmenschen. Und dann beschließt er eben, sie in der Mitte zu teilen mit seinen Blitzen, die er so durch die Welt geschleudert hat. Ich glaube, er hat unter einem Vorwand sie alle gerufen, um ihm etwas mitzuteilen, und dann wurden sie durch die Mitte geteilt. Apollon beschließt dann, diese Schnittwunden zu heilen, indem er eben diese Bäuche zusammenschnürte, was auch wieder ganz interessant ist. Medurinum als Folgemittel von Staphysagria, also wir haben auch diese Verletzung wieder. Und an dieser Schnittwunde ist eben jetzt noch dieser Nabel zu erkennen, den wir jetzt haben. Das geht noch nicht so ganz auf, weil wenn man das Bild anguckt, die Füße und die Hände und so, und ja, damit diese Menschen sich durch die Welt bewegen konnten, war Gott noch so gütig und hat den Kopf auf die richtige Seite gedreht. Die Geschlechtsteile waren aber noch auf dem Rücken und somit konnten sie nicht wirklich in Kontakt treten. Aber jetzt sind diese Kugelmenschen getrennt voneinander und natürlich suchen sie diese Einheit wieder. Also dieses Thema, das wir auch hatten, dieses Zwillingsthema. Eigentlich habe ich schon meinen Lebenspartner mit mir gefunden und auf einmal werden wir getrennt. Und sie versuchten sich wieder zu vereinen und haben nichts mehr anders getan, weder die Götter geehrt, noch gegessen, noch getrunken, und sind dann verhungert. Und Zeus hatte dann irgendwann Mitleid mit ihnen und erbarmte sich und drehte auch die Geschlechtsteile nach vorne. Und somit waren sie eben in der Gestalt wie die Menschen, wie wir sie jetzt kennen. Und sie hatten dann zumindest für eine kurze Zeit die Möglichkeit wieder zur Vereinigung, indem sie eben sexuell miteinander wurden, indem sie die Geschlechtsteile wieder vereinigen konnten. Und dann sind sie durch die Welt gelaufen, immer nach der Suche, was war mein passendes Teil, mein Seelenpartner, meine Verbindung eben. Genau. Und deswegen haben wir, das ist die Geschichte. Deswegen sind wir immer noch auf der Suche, oder die Menschen, die eben Kugelmenschen waren oder in der Vergangenheit waren, haben diese ewige Suche in sich nach der Vereinigung und suchen dann immer wieder diese Ekstase in der kurzen Vereinigung. Also, Eine Sache, wenn ich die ergänzen darf. sehr gerne. In einer Geschichte, die ich mal zu den Kugelmenschen gehört habe, war, die rannten dann immer durch die Welt und suchten ihre verlorene Hälfte. Und bis die Geschlechtsteile vorne war, fanden die auch die verlorene Hälfte, umarmten sich dann. Aber da sie sich nicht wirklich vereinigen konnten, starben sie dann teilweise vor Gram an diesem sich nicht wieder vereinigen können. Und das war auch ein Hinweis, warum Zeus sie dann umdrehte, die Geschlechtsteile. Und es gibt ja eine Therapiemethode, die heißt Neuraltherapie. Da wird mit Prokain, werden Narben unterspritzt, und damit können teilweise 100-jährige Beschwerden verschwinden, wenn du die richtige Narbe unterspritzt. Und ich habe das mal gelernt. Und eine der aller wichtigsten Narben, die eigentlich immer zum Anfang einer Therapie mitgespritzt wurde, war die Nabelnarbe. Weil die haben gesagt, das ist unser primäres Trauma, das ist der Ausdruck unserer kausalen Getrenntheit. Und solange in dieser Nabelnarbe noch eine Störung ist, kannst du sonst mit den Traumata machen, was du willst, du kommst einfach nicht weiter. Du musst immer diese Nabelnarbe entstören. Das habe ich dann auch viele, viele Jahre immer gemacht, mit Prokain in den Nabel gespritzt. Und es hat bei manchen Leuten wirklich ganz toll gewirkt. Man kann auch 5 Striche nach Rosina Sonnenschmidt mal für eine Weile über den Nabel malen als Entstörungszeichen. Sprich, man kann einfach mittesten, wenn man testet, ob die Nabelnarbe ein zu behandelndes Störfeld ist. Das ist nur noch mal zum. Machen lassen, weil man hat Kaiserschnittnarbe. Da habe ich genau das auch gemacht. Ja,
Lecker. Das habe ich hunderte von Malen gemacht, ja, Kaiserschnitte. Das ist total toll, super Ergebnisse. Aber die Nabelnarbe ist noch kausaler. Also einfach mal testen, ob bei euch die Nabelnarbe noch im Störfeld ist. Und wenn ja, sollte das denn wie auch immer im Störfeld. Bei Kaiserschnitt, da war ich spezialisiert drauf. Ich habe, glaube ich, ach, weiß nicht was, bestimmt 200, 300 Kaiserschnittnarben zum Beginn meiner Karriere unterspritzt. Das geht tief, diese Spritze? Also, dürfen wir das noch? Oder? Ich weiß gar nicht, ob wir es noch dürfen. Ich durfte es damals noch. Die Frage ist jetzt, was, beim Arzt ob du das machst oder ob du das darfst. Ah, ja. Okay. Ich weiß nicht, inwieweit intrakutan dürfen wir, glaube ich, noch quaddeln. Müsste Arne fragen, ich quaddle ja nicht mehr. Aber da müsste da Arne fragen. Mhm. Ja. Es geht jetzt nicht, ob du es kannst. Können, tust du das alles. Gut, alles andere im Off. Weißt du sicher, dass wir es dürfen? Weiß ja nicht. Also frag Arne. Okay, vielen Dank für die Ergänzung. Ja, das waren mir nur noch mal wichtig. Genau. Also, ihr seht, das Thema der Vereinigung ist ein sehr wichtiges Thema für Medodinum. Und die Suche und die Möglichkeit nach der Vereinigung in der Sexualität zu finden. Und wenn das eben nicht klappt, dann versucht ihr es immer wieder und immer wieder und noch mehr, bis es viel zu viel wird, weil das kann Medodinum am besten. Großes Thema ist also der Eros. Großes Thema ist die Leidenschaft. Also wenn ihr Eros irgendwie bei einem Menschen bemerkt, seht und spürt, an Medodinum denken. Vereinigung, exzessive Masturbation kann auch medodinisch sein. Ne? Also dieser Wunsch irgendwie, das rauszulassen, das auszudrücken, das ist medodinisch. Und Gedanken sind sehr beherrscht von sexuellen Themen. Eine andere Rede aus dem Symposium, die mich immer sehr bewegt hat, deswegen habe ich sie mitgebracht, ist die Rede der Diotima. Diotima ist auch so eine, ursprünglich von Platon ihm erschaffen, kommt dann immer wieder vor in der Lyrik, auch in der deutschen Lyrik, in Hölderlins Hyperion zum Beispiel auch, ist so ein Inbegriff der Frau, der Weisheit der Frau. Und sie erzählt diese schöne Geschichte von der Geburt des Eros, also wie der Gott Eros eben geboren wurde. Und er ist Sohn von Poros auf der einen Seite und Poros ist der Gott der Fülle und der Schönheit. Und die Mutter ist Penia, die Göttin der Armut und der Bedürftigkeit. Und das Ganze passiert auf einer Geburtstagsfeier der Aphrodite, weswegen Eros auch sich der Aphrodite geweiht hat in seiner Göttlichkeit. Er ist eigentlich kein Gott, wenn man es genau nimmt. Er ist nämlich eigentlich ein Dämon. Nicht so Dämon in diesem höllisch-teuflischen Sinn, wie wir das aus dem Christlichen kennen, sondern ein Zwischenwesen zwischen dem Menschlichen und Göttlichen. Das sind Dämonen. Und so wird er auch im Griechischen beschrieben als Dämon. Und das ist ein ganz interessantes Bild, weil Penia, die Göttin der Armut, überlistet Poros, als er so besoffen ist, dass er nicht mehr kann und legt sich dann einfach zu ihm und zwingt sich quasi so sexuell ein bisschen auf, dass er sie schwängert und sie dann Eros gebiert. Also Eros hat auch diese zwei Teile in sich. Ne? Auf einer Seite ist er Sohn der Schönheit und des Überflusses und auf der anderen Seite ist er Sohn der Armut und der Bedürftigkeit und des Mangels. Und irgendwie versucht er das zu vereinen und ist immer auf der Suche nach dieser Vereinigung. Das heißt, er ist erstmal immer im Mangel, also bedürftig, und auf der Suche nach der Schönheit im Leben. Und das ist ein absolut medodinisches Thema. So. Immer diese Schönheit zu suchen, diese Liebe zu suchen, diese Vereinigung zu suchen. Aber wenn du immer auf der Suche bist, dann fehlt dir ja was. Weil sonst bräuchtest du nicht suchen. Dann wärst du ja schon da. Ja. Das ist der Witz. Und das ist ja genau die Idee der Selbsterkenntnis, wie wir sie auch im Non-Dualismus haben. Das ist alles, was wir machen müssen, ist uns zu erinnern, wer wir sind. Ja, das klingt immer so leicht. Ne? Also wir sind alle schon da, wo wir sein sollen. Ja, wir haben es nur vergessen. Genau. Also er befindet sich immer zwischen dem Haben und dem Nicht-Haben, zwischen dem Wissen und dem Nicht-Wissen,
zwischen, und er hat immer dieses krasse Wollen in sich, ja, immer mehr zu wollen, obwohl er eigentlich schon alles hat. Ja. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild für den Eros, weil es geht nicht um das Geliebte, also das Thema, das Geliebte, wenn ich mich auf etwas projiziere und ich habe etwas, so ein Bild von einer Person und das liebe ich und ich liebe diesen Menschen und so, und das hat so einen Perfektionismus in sich, aber meine Position als Liebender hat eben dieses Sehnsüchtige, dieses Leidende in sich, ne? Und das ist ein sehr medulinisches Thema. Ich leide so sehr auf dieser Suche nach der Einheit, nach der Liebe, nach dieser Vereinigung, habe diese starke Sehnsucht in mir, die natürlich einen ganz, ganz tiefen Schmerz in sich trägt. Und ich glaube, vermutlich kennen wir das alle, dieses Thema, mal unglücklich verliebt zu sein und in der Position des Liebenden zu sein und nicht des Geliebten. Die geliebte Position ist meistens, behaupte ich jetzt einfach, etwas leichter, wenn die ganze Liebe entgegenkommt, als die Position des Liebenden, der das nicht zurückbekommt, was er sich eigentlich wünscht. Und das hat der Eros immer in sich. Und das hat der Meduliniker auch in sich. Diese beiden Seiten, die eigentlich, die, ja, es ist die ähnliche Medaille wieder, aber sie ziehen halt in alle Richtungen. Kann ein sehr unerträgliches Gefühl sein. Genau. Also, Thema von Medulinum, Zweiheit versus Einheit, Überfluss, zu viel, zu krass gelebte Sexualität, haben es vorhin schon gesagt, das Symposium endet meistens in einer Orgie. Einziges und wichtigstes Mittel, Träume von Orgien. Ah ja? Wenn ihr jemanden habt, der immer wieder, oder auch nur einmal von Orgien träumt, immer an Medulinum denken. In Boma, einziges Mittel in der Rubrik, Träume von Orgien. Super. Folge von Orgien können gerne mal STDs sein, also Geschlechtskrankheiten ist auch ein Thema für Medulinum, auch Stavisagria, so zusammen eben diese Mittel. Überfluss in jedem Sinn, Überfluss auch im Ausfluss, Fluor bei Kindern zum Beispiel, Medulinum, Ausfluss, Pilzerkrankungen oder sowas, auch Scheiden, auch ständig im Bedürfnis zu sein, kann sich auch eben ausdrücken in Sucht nach außen, Drogensucht, Alkoholsucht. Ist auch ein Thema für die Ätiologie von Medulinum. Auf der einen Seite klar, Erkrankung vom Tripper, aber auch alkoholsüchtige Menschen in der Familie. Klare Ätiologie für Medulinum. Die Sucht kann sich auch in der Spielsucht äußern oder sowas. Also alles, was mit dem Thema Sucht zu tun hat, kann medulinisches Thema sein. Und dieser exzessive Arbeitsdrang eben auch. Also die können es auch schaffen, diese Erfüllung, die sie sich so wünschen, in Arbeit zu suchen. Was ich ganz schön finde, Diotima liefert auch in dem Symposium ein bisschen die Lösung für das Mittel mit dazu, indem sie die 5 Stadien der Liebe erklärt. Und es fängt an mit der Liebe zur schönen Gestalt. Also das Interesse zu Körperliche. Ich bin in der Position des Liebenden und ich interessiere mich für jemand anders und das passiert erstmal auf einer körperlichen Ebene. Und das ist so bei ihr die unterste Form der Liebe oder so der Ursprung, mit dem es losgeht, auch irgendwie in der Pubertät, ne, so das Interesse fürs gegenseitige oder auch gleiche Geschlecht und so das Kennenlernen der Körperlichkeit. Irgendwann führt es im besten Fall natürlich zu Erkenntnis, dass die Schönheit aller Menschen miteinander verwandt ist und wir können die Schönheit in jedem Menschen erkennen. Und das ist wir sind Teil eines Ganzen. Das ist so der nächste Schritt. Jeder hat schöne Aspekte, schöne Anteile und das festzustellen. Es geht nicht nur ums Körperliche, sondern wir schauen auf einmal ganzheitlicher auf den Menschen. Dann geht es der nächste Schritt, die dritte Erkenntnis ist, die Schönheit der Seele ist wertvoller als die Schönheit des Körpers. Also wir beginnen, den Menschen tiefer zu beobachten, nicht nur aufs Körperliche zu reduzieren, sondern in die Seele des Menschen zu gucken, was bringt diese Person mit, was trägt die in sich. Mit der Seele ist in dem Griechischen auch immer, oder auch Römischen eben, das Geistige auch mit gemeint. Also der Ausdruck, die Schönheit der Gedanken, die Schönheit ihrer Philosophien, die Schönheit der Sprache. Das ist eben der nächste Schritt. Ich erkenne die Schönheit der Seele in ihren Reden und Gedanken.
in der Liebe zu der Philosophie, in der Liebe zur Wissenschaft. Es ist nicht umsonst eine platonische Freundschaft oder platonische Liebe, die dafür auch genannt wird. Ne? Also das ist die Liebe für eine Begeisterung für Themen, das ist eine Liebe für Begeisterung für Sprache, für Philosophie. Und das ist für Diotima eben die vierte Stufe. Und die fünfte und letzte Stufe ist das Erkennen der Schönheit an sich und die Schönheit in allem zu sehen. Und das haben wir auch wieder, wenn wir in diesen Erleuchtungsgedanken reingehen, erkennen wir, dass das Göttliche, das ist nicht nur in der buddhistischen oder welchen anderen Philosophien oder Religionen, das ist auch im christlichen zum Beispiel so, da eh viele Überschneidungen, in dieser Erleuchtung das Göttliche in allem zu sehen. Das Göttliche ist in dir, Gott fließt durch mich, ob das Shiva, Energie, das Universum ist, wie auch immer. Es fließt durch uns alle und die Liebe ist irgendwie das Element, das alles miteinander verbindet. Und das in allem zu erkennen. Und wenn ich in dir Gott erkenne, dann habe ich Gott auch in mir erkannt. Und das ist der letzte Schritt, das eben in jedem zu erkennen. Und dann geht es nur noch darum, das weiterzutragen. Und das Bedürfnis der Liebe laut Diotima oder laut Platon ist es eben, es immer wieder neu zu erschaffen. Denn so bleibt es unsterblich. Und das ist dann auch, kann dann auch bedeuten, wir gehen in die Sexualität und wir erzeugen neues Leben, indem wir Kinder kriegen und so die Liebe weitertragen. Und das finde ich auch ein schöner Evolutionsgedanke, dass sich die Liebe als Evolution eigentlich nur weitertragen möchte durch uns, weil sie Ausdruck im Menschen findet. Genau. Also im besten Fall gelingt es Medorinum in seinem geheilten Prozess, sich eben mit dieser Philosophie auseinanderzusetzen und er beginnt diese Einheit, die er so tief sucht, eben in sich und auch in jedem zu erkennen und nicht mehr in so eine Abhängigkeit zu geraten von einem Gegenüber oder einem Etwas, das er sucht, sondern in einem großen ganzen Bild. Und mehr Philosophie. Das war das zweite Buch, das ich immer mit mir rumgetragen habe. Das war Barth, die Fragmente einer Sprache der Liebe. Und er, das ist quasi ein Wörterbuch über die Definition der Liebe. Und was er macht, er trägt alle Philosophen zusammen in diesem Buch und beschreibt das Thema der Liebe und des Eros. Und ich habe jetzt Auszüge aus dem Wort Vereinigung mitgebracht. Aristoteles, für ihn ist die Vereinigung, die totale Vereinigung, die einzige und einfache Lust, die unbefleckte und ungetrübte Freude, die Vollkommenheit der Träume, das Ziel aller unserer Hoffnungen. Was ich sehr medorinisch finde, weil da ist auch noch diese starke Sehnsucht, von der ich geredet habe. Und da ist es irgendwie auf so einer verschmelzenden, romantischen, übertrieben romantischen Ebene. Ne? So diese Einheit zu finden in der Vereinigung, in der Lust. Und gleichzeitig schwingt immer wieder dieser Auflösungsthema mit. Bei Novalis ist es die ungeteilte Ruhe. Wenn wir in Meditationsthemen, Praktiken kommen, es geht darum, die Ruhe zu finden und die Ruhe zwischen den Atempausen zum Beispiel zu entdecken. Und das ist der Weg, der uns zur Erleuchtung führt. Bei Musil ist es die Erfüllung des Besitzanspruchs. Das kann man ein bisschen diskutieren. Ich träume davon, dass wir einander im Sinne einer absoluten Aneignung besitzen. Das ist die genussbringendste Vereinigung. Auch ein sehr interessanter Ansatz, in diese Vereinigung reinzugehen. Lacan hat dieses Omelette, der kleine weibliche Mann oder auch das phonetische Zwilling des Omelettes, eine schöne Idee eines sickernden Eis, das aus der Grenze der zerbrochenen Hülle zerfließt und trotzdem sich in der Einheit befindet. Und das fand ich auch ein ganz schönes Bild, wenn ich dieses Ei kaputt mache, wie es fließt. Wir haben den Eidotter und das Eigelb und es bleibt weiter, ist aber immer in der Einheit, also nie getrennt. Auch orange, cool, ja, sehr schön. Ja. Ja. Und noch ein Zitat aus Der Mann ohne Eigenschaften. Und weil sie in der Ruhe eines waren und ohne Scheidungen, auch so ohne Scheidung in sich selbst, dass ihr Verstand wie verloren war
und ihr Gedächtnis sich auf nichts besann und ihr Wille kein Tun hatte, stand sie in dieser Ruhe wie vor einem Sonnenaufgang und ging mit ihren irdischen Einzelheiten in ihm unter. Und ich finde auch hier, ja, finden all diese Punkte wieder zusammen. Ich weiß, ich wiederhole mich jetzt, aber mich hat es irgendwie sehr bewegt, als ich dieses Thema erarbeitet habe, dieses Thema der Vereinigung in der Ruhe zu kommen, weil das für mich die absolute medulinische Lösung ist, die das mitbringt. Nicht mehr zu suchen, sondern in das Finden zu gehen, in das Finden bei mir selbst. Die Vereinigung mit einem Menschen, das ist schön, aber prinzipiell kann das jeder Mensch sein. Und klar, man kann sich seine Wahrheit aussuchen, ob es jetzt Twin Flames oder was auch immer geben soll. Aber die Schönheit und das Göttliche fließt durch uns alle und ist in allem zu finden. Und wenn wir es schaffen, dieses Auge zu öffnen und das in jedem zu sehen, haben wir halt einen sehr großen Schritt für die Menschheit geschafft. Ah, ich habe noch mehr mitgebracht, sehe ich gerade. Okay, na ja, gut, ich ziehe es durch. Ja. Es ist auch medulinisch, dass ich natürlich viel zu viel mitgebracht habe. Und ich mute euch das zu viel zu und das einfach noch mit mir durchzuhalten. Genau. Ich habe noch einen Ausschnitt von Freud mitgebracht aus Das Unbewusste, was ich auch sehr interessant war, weil es hat super zur Modellierung wieder gepasst. Und er beschreibt eben so einen Punkt, ich lese es euch vor. Wenn die Tierchen zu einem Zeitpunkt, da sie noch keine Altersveränderung zeigen, miteinander zu zweit verschmelzen, also kopulieren, worauf sie nach einiger Zeit wieder auseinandergehen, so bleiben sie vom Alter verschont und sind sie verjüngt worden. Schöner Ansatz erstmal, die Sexualität zu betrachten. Diese Kopulation ist doch wohl der Vorläufer der geschlechtlichen Fortpflanzung höherer Wesen. Sie hat mit der Vermehrung noch nichts zu tun, beschränkt sich auf die Vermischung der Substanzen beider Individuen, die Amphimixis. Also in dem Bild ist die Sexualität nicht der Fortpflanzung oder der Weiterentwicklung oder Evolution der Liebe gedient, sondern einem noch höheren Etwas. Weiß nicht, davon hat er sich ja dann irgendwann auch ein bisschen wieder entfernt, aber diese Idee finde ich weiterhin schön, diese höhere Vereinigung, die eben stattfinden kann, die Vereinigung des Göttlichen, des Shiva und des Shakti in der Sexualität. Und der auffrischende Einfluss der Kopulation kann aber auch ersetzt werden durch bestimmte Reizmittel, Veränderungen in der Zusammensetzung der Nährflüssigkeit, Temperatursteigerung oder Schütteln. Und das fand ich natürlich wahnsinnig witzig. Also Schütteln kann man auch als homöopathischen Prozess vielleicht mit betrachten, aber auch Veränderung der Reizmittel. Also das ist ja auch das, was Medulino macht. Wenn sie diese Vereinigung nicht in dem finden, wie sie sich das wünschen, zum Beispiel in der zwischenmenschlichen Beziehung, suchen sie es halt in Rauschmitteln. Fangen an, Drogen zu nehmen, finden es im Alkoholmissbrauch. Und das ist genau dieses Thema Kokain, Speed, Ecstasy, LSD, größer, weiter, noch mehr. Also selbst Freud hat es in einer gewissen anderen Art im Versuch mit Mäusen auch schon schön beschrieben. Und das hat mich eben gefreut, als ich diesen Text gelesen habe. Und zum Schluss habe ich euch noch das Bild Shiva Shakti mitgebracht, also Shiva, der für das Männliche steht und gleichzeitig auch ein mehrgeschlechtlicher Gott ist, der immer dargestellt wird, eigentlich je nach Philosophie auch der höchste Gott oder auch nicht der höchste Gott mit Brahman, das ist immer so ein bisschen, was man halt glaubt oder was man liest. Im Shivaismus ist die Idee eben, oder Shaivismus ist das, alles, was existiert, Shiva ist und alles darüber hinaus gibt es noch dieses Bewusstsein Shiva und die Energie Shakti und die Vereinigung der beiden ist die Welt. Und nur, also das ist alles, was existierte und es gab aber dann aus unerfindlichen Gründen irgendwann eine Trennung der beiden. Shiva und Shakti wurden getrennt, das Spandana, die erste Trennung und somit entsteht erst die Welt. Also nur durch diese Trennung der Einheit kann überhaupt die Welt entstehen. Da ist dieses Bild, dass Shiva in der Meditation die Welt erschafft und die Traumbilder erst entstehen. Ne? Medulino fühlt sich wie im Traum, weil er ist im Traum Shivas. Und, aber alles, was existiert, ist eben nur Shiva selbst. Und in 6 Schritten
sind auch die sechs Chakras unterhalb der Krone, erschafft Shiva die Welt. Und ich finde es immer schön, dass wir in allen Religionen diese Überschneidungen haben, auch im Christlichen ist es in 7 Tagen, also die erste, die Trennung, und dann in 6 weiteren Tagen, beziehungsweise 6 Tage und ein Ruhetag, wird die Welt erschaffen. Wir haben also weiterhin diesen Wunsch nach Einheit, diese Verbindung von Shakti und Shiva wieder, ne, zusammen. Es geht immer um dieses Thema, diese beiden Elemente, die um uns schlummern, zusammenzubringen. Und Medurinum hat eben auch ein großes Thema mit Meditation, ein großes Thema mit Spiritualität und diesen Ausdruck zu finden. Egal wie, Hauptsache wieder in die Vereinigung. Puh. Okay, hier, das ist das letzte Bild, das habe ich für eure Präsentation mit rein, dann könnt ihr nochmal gucken, das machen wir nächstes Mal mit den Symptomen genauer, was tut ihnen gut, was verschlechtert, was sind die körperlichen Symptome, aber ich glaube, ich konnte euch hoffentlich ausreichend mitteilen, dass es um Vereinigung geht, dass es um Extreme geht und die ständige Sehnsucht, und das ist Medurinum. Vielen Dank. Oh.